Vom 29. bis 31. Oktober fand die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen, kurz ÖFEB, statt. Das Thema war die Bildung im Zeitalter der Individualisierung. Das Thema Individualisierung ist derzeit, steht gesellschaftlich an und uns fehlen im Prinzip Antworten. Und von daher erhoffen wir uns von dieser Tagung, durchs gemeinsame Nachdenken, Antworten zu bekommen, beziehungsweise Richtungen zu bekommen, in die wir gehen können. Haben wir die richtige Bildung für unsere Kinder? Wie können wir Bildungsgerechtigkeit herstellen? Das sind nur einige der großen Fragestellungen, denen man auf den Grund gehen möchte. In Sachen Individualisierung gibt vor allem die Pädagoginnenbildung neu Hoffnung. Da haben wir schon Möglichkeiten, es wieder noch verstärkter zu integrieren und darauf einzugehen, wie die Universitäten in Kooperation mit den pädagogischen Hochschulen das dann wahrnehmen werden. Das sehen wir in einem Jahr oder in zwei Jahren dann. An der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg ist man sich der Herausforderung bewusst und arbeitet intensiv an der Umsetzung. Also Individualisierung, das ist bei uns wirklich ein Querschnittsthema. Individualisierung wird breit vermittelt in der Ausbildung der Lehrerinnenbildung. Es ist ganz bestimmt die große Herausforderung der kommenden Jahre und daran müssen wir auch sehr arbeiten. Es gab also auf der ÖFEB-Tagung mehr als genug Diskussionsstoff. Etwas Licht ins Dunkel versuchten Karen C. Shore-Lewis von der University of Minnesota und Klaus Hurelmann in ihren Keynotes zu bringen. Klar ist, dass es nicht nur die eine einzige richtige Antwort auf Zukunftsfragen gibt. Wichtig ist aber, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen.